Das Imitieren und Kopieren von Kunstwerken gehört seit jeher zur Kunst und auch zur akademischen Kunstausbildung dazu. Die Frage ist natürlich, ab wann die Imitation von Kunsttechniken und Motiven an die Grenzen der Legalität stößt. Welche Methoden nutzen Fälscher eigentlich, um den Markt zu täuschen? In ihrer Serie Hall of Fake hat die britische Künstlerin Maisie Broadhead drei berühmte Fälscher der Kunstgeschichte porträtiert. Sie selbst reiht sich ebenfalls unter diese Fälscher ein. Allerdings hat sie in gewisser Weise selbst hier eine Fälschung vorgelegt, weil es sich natürlich nicht um die wirklichen originalen Fälscher handelt, sondern sie hat Statisten und Freunde gebeten, als diese zu posieren. Diese Serie empfängt die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung Kunst und Fälschung zum Auftakt. Wir haben anlässlich dieser vom Institut für Europäische Kunstgeschichte und dem Kurpfälzischen Museum organisierten Ausstellung die Serie von Maisie Broadhead in filmische Bewegtbilder übersetzt und damit in gewisser Weise auch ein Stück weit gefälscht. Diese einzigartige Ausstellung bringt erstmals polizeilich beschlagnahmte Fälschungen ans Licht. Große Namen spielen dabei eine entsprechend große Rolle. Cranach, Vincent van Gogh, Rembrandt, Dalí, Picasso, Modersohn, Becker. Diese gefälschten Kunstwerke stammen überwiegend aus den Asservatenkammern der Landeskriminalämter Bayern, Baden-Württemberg und Berlin. Sie sind in der 2021 gegründeten Fälschungsstudiensammlung der Universität Heidelberg zusammengeführt, wo sie der Lehre in der Kunstgeschichte dienen. Ergänzt durch kostbare Originale aus großen Museen und Sammlungen ermöglicht die Ausstellung eine erkenntnisreiche Spurensuche und den spannenden Vergleich von echt und falsch. Lake.
Musik.